Numenera kommt demnächst über Crowdfunding auch auf Deutsch. Grund genug, euch das Setting ausführlich vorzustellen. Mehr zur deutschen Numenera-Kampagne erfahrt ihr am Ende des Videos. Die Menschen in der Welt von Numenera nennen ihre Zeit selbst die neunte Welt. Sie sind sich vage der Tatsache bewusst, dass es zuvor 8 andere Welten gegeben hat, von denen mit Sicherheit nicht alle von Menschen regiert wurden. Diese Welten gehörten interstellaren Reichen, Aliens und Zivilisationen, die parallele Dimensionen erforschten und über unglaubliche, das Universum erschütternde Technologien verfügten. All das ist für die Menschen nur eine ferne Welt der Sagen und Legenden und das, was von diesen Zivilisationen übrig ist, nutzen sie als unerklärliche, wundertätige Relikte, die sogenannten Numenera. Die neunte Welt liegt von unserer heutigen Zeit aus gesehen 1 Milliarde Jahre in der Zukunft, auch wenn kein Einwohner der neunten Welt diese Verbindung herstellen könnte. 1 Milliarde Jahre verändert einiges und so ist die Erde dieser Zeit für uns kaum wiederzuerkennen. Die Kontinente sind fremd, die Tage sind länger geworden, während der Mond die Erde gebremst hat und zählen nun 28 Stunden. Eine der verlorenen Zivilisationen hat die Sonne manipuliert, um ihre Lebenszeit zu verlängern und die Erde weiter fruchtbar zu machen. Mächtige Netzwerke an Informationstechnologie schlummern in Satelliten und verborgenen Basen und können mit dem richtigen Wissen angezapft und zum Leben erweckt werden. Der Boden der Erde besteht aus toter oder inaktiver Nanotechnologie, dem sogenannten Dread. Andere Wolken, noch aktive, aber unkontrollierte Nanomaschinen, stürmen als eiserner Wind über das Land und verändern alles, was davon berührt wird. Uralte Maschinen liegen vergraben oder schweben unerklärlich am Himmel. Ganze Städte siedeln sich in riesigen Bauten an, deren Zweck niemand mehr kennt. Aber was irgendwie noch nutzbar ist, wird genutzt, meist jedoch nicht so wie ursprünglich vielleicht einmal vorgesehen. Die Evolution, genetische Manipulation, Besucher von fremden Welten und aus anderen Dimensionen haben dazu beigetragen, eine für uns vollkommen fremdartige Fauna entstehen zu lassen. Viele Tiere füllen einfach nur ihre natürliche Nische, werden aber von künstlichen Wesen gejagt und müssen sich von unerklärlichen Phänomenen verbergen. Maschinen folgen ihrer uralten Programmierung und reißen Schneisen der Verwüstung in Siedlungen. Intelligente Viren streben nach eigenen Reichen und Wesen aus fernen Sonnensystemen suchen nach einer neuen Heimat. Einzig die Menschen scheinen unverändert, so sehr, dass ihre Herkunft eigentlich nur künstliche Natur sein kann. Sie selber sind sich dieser Tatsache natürlich nicht bewusst und errichten ihre Reiche auf den Ruinen vergangener interstellarer Kulturen. Ihre eigene Technologie schwankt dabei wild zwischen Mistgabel und Gaussgewehr, je nachdem, was ihre Bastler aus den Hinterlassenschaften anderer Zeiten herstellen konnten. Zentrum der menschlichen Kultur ist die Heimfeste, ein fruchtbarer Bogenland am Meer der Geheimnisse, wo sich Imperien, Seefahrerstädte und verschiedene Königreiche zusammendrängen, die von wenig geeint werden, außer ihrer Lage unter Verehrung des Bernsteinpapstes. Dieser ist das Oberhaupt der Aeon-Priester der Heimfeste, jenen Gelehrten, die die Vergangenheit entschlüsseln und daraus Nutzen für die Zukunft ziehen wollen. Jenseits der Heimfeste liegen die Länder der Ferne. Hier finden sich bizarre Wüsten, wild wuchernde Gärten, ewig wandelbare Sümpfe, wie mit dem Lineal gezogene Kanäle und andere unerklärliche Formationen. Schwebende Kristalle füllen den Himmel im Norden, weit im Osten sind weite Landstriche zu Glas verschmolzen. Auch hier leben Menschen in eher kleinen, isolierten Siedlungen. Sie wissen, dass es auch jenseits ihrer Ländereien noch weitere Reiche gibt, wie das von unerklärlich hohen Bergen umgebene Kala. Egal, wo Menschen leben, sie müssen sich ihren Raum allerdings mit anderen teilen. Selbst in den zivilisierten Regionen streifen gefährliche Wesen durch die Nacht. Und in den Städten selber leben die Irrgäste, intelligente Wesen aus anderen Welten, die sich mit den Menschen arrangieren müssen. Echsenhafte Vargellen, die aus 2 Symbionten bestehenden Latimor, oder die pflanzlichen Golthia ziehen umher und bilden ihre eigenen Viertel und Siedlungen. Hinzu kommen noch Mutanten, die leicht oder stark vom menschlichen Durchschnitt abweichen, und sogenannte Unholde, vage menschenähnliche, oft auch intelligente, aber generell feindselige und grausame Kreaturen. Das Regelsystem von Numenera, das all diese Kreaturen und Szenarien abbilden muss, ist bewusst schlicht gehalten und konzentriert sich auf erzählerisches Rollenspiel und ein Miteinander von Spielleiter und Spieler. Dabei würfeln in der Regel nur die Spieler gegen in 3er-Schritten gestaffelte Mindestwerte, die nach einem einfachen System von den Kreaturen und Situationen vorgegeben werden. Die 3 Attribute, Kraft, Eile und Intellekt, funktionieren dabei zugleich als Lebenspunkte und als Währung, mit der man sich Erleichterungen bei Proben erkaufen kann. Erfahrungspunkte erhält man und braucht man nur wenige,
Zugleich sind die XP aber auch ein Tauschgut für Boni oder werden vom Spielleiter dafür vergeben, wenn er es den Spielern in einer Situation schwieriger machen darf. So einfach das eigentliche System ist, so vielfältig ist die Charaktererschaffung. Es gibt zwar nur drei Klassen, Partisan, Jack und Nano, die grob dem Krieger, Schurken und Magier entsprechen, aber hinzu kommen ein Deskriptor und ein Fokus, eine Grundeigenschaft und eine Tätigkeitsbeschreibung. Diese bringen jeweils ihre eigenen Hintergründe, Boni und Mali mit. In Kombination können so die unterschiedlichsten Konzepte umgesetzt werden. Von einem kaum zerstörbaren Frontkämpfer über einen ungreifbaren Dieb, der durch Wände geht, bis hin zu einem zeitreisenden Mystiker. Eine noch größere Bandbreite bieten nur die Glyphen, Überreste vergangener Technologie, die die Charaktere nahezu überall finden können und die unterschiedlichsten Wirkungen haben. Allerdings funktionieren Glyphen immer nur einmal, bevor sie den Dienst aufgeben. Und so sind sie oft so schnell wieder verloren, wie sie gefunden wurden. Ihre einmaligen Fähigkeiten allerdings können angesichts der bizarren Gegner und Orte der neunten Welt oftmals entscheidend sein. Und so ziehen Helden beständig von Ort zu Ort, betreten uralte Anlagen und erkunden verlassene Tunnel, immer auf der Suche nach einer Spur der Vergangenheit. Monte Cook, Planescape-Macher und D&D-Legende hat Numenera vor 2 Jahren in einer lächerlich erfolgreichen Kickstarter-Kampagne ermöglicht. Seitdem wurde das originelle Setting mit dem schlanken System mit Preisen überhäuft. Orkenspalter TV und der Uhrwerk Verlag wollen es nun nach Deutschland bringen. In Bälde werden wir eine Crowdfunding-Kampagne starten, um das Grundregelwerk und einige Abenteuer zu übersetzen und zu drucken. Maigi hat bereits mit der Übersetzung begonnen. Wir halten euch auf dem Laufenden.